Do you believe in love and in love? I can feel something inside say. Really don't know. Hey, 3 zu 0 gewonnen. Herzlich willkommen, Leute, zurück zu OSM. Wir haben nicht gut gespielt, aber mit Trainingslager Schalke nur 0-0? Wahnsinn. Munoz, unser neuester Verteidiger, hat getroffening. Beister, unser neuer Stürmer, mehr oder weniger, unter Anführungszeichen gesetzt. Ja, ihr gut, hat getroffening. 7 Millionen für Jansen. Jansen, wo haben wir? 43 Angriff ist gut. Gibt es irgendwie auf der Transfer List something in the water? In the water? Nee, gibt's nichts, deswegen kann ich auch nicht annehmen. Puh, wir könnten uns fast zu Reano leisten. Brauchen wir aber nicht. Naja, so ist es. Wir könnten uns Juba leisten. Ich schau mal gleich hier rein. Alles klar, man! Jo! Ja, uns selber so. Ich bin ja immer schon, ihr dürft mich natürlich immer anschreiben. So, genau. Jetzt gehen wir mal kurz ins Training rein. Ich muss mich da jetzt mal kurz mental überlegen, wie mache ich das am geschicktesten. Wir brauchen unbedingt einen Stürmer. Eigentlich, wobei wir treffen ja aktuell Stand heute wieder ganz gut. San Jose. Wann habe ich mir San Jose gekauft? What the fuck? Wer ist das? What the warum kaufe ich mir Spieler, von denen ich nicht weiß, dass ich sie mir kaufe? ja gut. Wie alt bist du? 25 warst du. Ja, sehr gut. Jetzt könnte ich eigentlich Kleber trainieren oder Munoz trainieren. Okay, gut, Verteidiger haben jetzt viele gute, da kann ich Churu ohne Probleme verkaufen. Ich kann auch hier Jirisch eigentlich problemlos verkaufen. Wisst ihr was? Nein, ich lasse ihn um den Wert. Ich habe jetzt keinen Bock, das auszubessern. Ich habe keine Lust, das jetzt auszubessern! Danke. Thunderfart, Diebe, ja. Kann ich machen, ja. Gut, Juru, du bist jetzt für 3,9 verkauft. Na? 3,9. Und das ganze Geld kommt auf mein Konto. Das auf mein Real-Life-Konto übrigens. Das heißt, wenn man so wie ich YouTuber und OSM-Spieler gleichzeitig ist, bekommt man das Geld dann am Ende der Saison immer auf sein Konto transferiert. Finde ich jetzt fair. Und ja, bin ich voll dabei. Gibt es irgendwen in der Tabelle, der mir zufällig einen Spieler abgeben möchte? Ich habe schon Lukas Piasson hier bekommen. Ich musste zwar wen abgeben, und zwar wen habe ich abgegeben? Ich glaube, seinen besten Torschützen habe ich ihm gegeben. Welches Land ist das? Das ist doch nicht etwa Lettland! Glaubt ihr, ich würde Seferovic bekommen? Wenn ich lieb bitte sag? Das wäre schon fast möglich, ne? Wen gibt's noch so, wo ich mir was gibt's einen guten Computerspieler? Hat Hannover Joselu. Ich schreibe einfach mal dem Computer ein Angebot über 12,5 Millionen. Ich hätte gerne Joselu. Joselu wäre ein cooler Spieler. Ich würde auch nicht gegen Hoffmann sagen. Ich bräuchte einen Sakai wäre auch interessant, weil Außenverteidiger, dann könnte ich Jansen irgendwann überteuert hergeben. So, bin gespannt, ob das was wird und wir schauen mal ins nächste Team zu Zenit St. Peter. Unsere Ziel-1-Mannschaften sind ja die Hölle.
Aber wir haben Torpedo besiegt. Welcher Platz ist Torpedo? Kann ich mich jetzt gut fühlen oder muss ich mich schlecht fühlen? Ich kann mich gut fühlen. Ja, es sind nur 7 Punkte. Es ist machbar, das auf jeden Fall. Wer will Spieler von mir haben? Hä? Neto. Es gibt ja leider nichts am Markt. Sind wir uns mal kurz ehrlich. Schauen wir mal kurz her. Es gibt nichts. Ich kann mir keinen anderen Verteidiger kaufen. Und Neto gebe ich auch nicht her. Ablehnen. So, Griesgitter will ich mir nur warm halten, sollte ich denn jemals zur Möglichkeit kommen, meinen guten Verteidiger zu kaufen, dass ich gleich wieder Geld habe. So, Corona, so, Danny wäre wieder fit im Schritt. Ho, 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 ho. Hey! Garay wäre auch mal wieder fit. Da könnten wir doch direkt mal kurz in die Aufstellung reinschauen und ein paar Sachen umändern. Psi-popsi. Viele denken sich jetzt vielleicht, warum gebe ich Neto nicht her? Das liegt daran, dass er mit 26 noch in einem guten Alter liegt, im Gegensatz zum Rest. Wir haben halt einige sehr müde Spieler und das ist halt auch nicht so gesund, wenn man müde ist. Hulki Bulki, endlich trifft sie mal. Wird ja auch Zeit, Mensch! Genau, ich habe ja letztes Mal keinen Sponsor gewählt, weil ich zu cool dafür bin. I'm too cool. I'm too cool to wear a sponsor dress. Yeah, man. Yeah. Gut, und jetzt zu dem Verein, der mir irgendwie am meisten egal ist. Ich sag's gerne immer wieder. Fahren ruhig alle gegen mich ins Trainingslager. Es ist mir so scheißegal. Es ist mir einfach egal. Irgendwann werde ich auch gegen euch alle ins Trainings. Ich könnte eh gegen jeden. Ich habe 4 Trainingslager frei. Und ich werde auch garantiert das ausnutzen. So, Isco ist wieder fit. Also, jetzt wollte ich sagen, Benzema ist wieder. Der Thomas hat getroffen! Der Thomas hat getroffen! Der Thomas hat getroffen! Innenverteidigung fehlt. Schade, ich hätte gerne Mangala auf 100 getroffen. Der Thomas, du bist so cool. Für dich werde ich schwul. Oh. ich meine natürlich, der Thomas, du bist cool. Yo. Genau, yo. So, Bale hat trainiert, das ist gut. So, jetzt kann ich den Thomas mal wieder ein bisschen pushen. Ich sage ja, der Thomas wird mit Jesse der Stürmer schlechthin. Achso, ich könnte Mangala hochbringen, wenn ich ihn mir schon hier aufhebe. Und schaut euch mal Joel an, der ist schon richtig stark. So. Wie lange bist du? Boah, 5 Wochen. James. Oh, James. Übrigens, wollt ihr ein FIFA 15 Manager LP haben? Ich würde mich mega drüber freuen, wenn ihr das haben wollt. Dann würde ich das machen. Genau das wollte ich erwähnen. Warum erinnert mich ausgerechnet James daran? Weil bei meinem Managerspielstand gerade James verletzt ist. Der Thomas! Und Ødegaard hat schon wieder getroffen. Was geht mit Ødegaard? 2 Spiele, 2 Tore. Ødegaard! Yo, der Ødegaard! Ich will eigentlich Ødegaard trainieren, aber gegen Deporto kann ich ihn nochmal aufstellen. Auf jeden Fall, wenn ihr ein FIFA-Let's Play wollt, dann schreibt mir unbedingt in die Kommentare, ja, FIFA 15 Manager LP, weil ich habe jetzt schon mal ein normales FIFA 15 Saisons aufgenommen und ich hätte richtig Bock auf einen Manager-Spielstand. Wenn ja, schreibt mir auch eure Wunschmannschaft rein. Also eher ob schwach oder stark. Und ich hätte richtig Bock, einen Manager mit euch zu machen. Ich habe da schon richtig geile Sachen in Planung von wegen mit Auflistung unserer besten Spieler und lauter so geile Geschichten. Ich hätte richtig Bock drauf. Also unbedingt reinschreiben. Und das war's auch schon für. Haben wir eine Mannschaft frei gehabt? Oh. Also, wenn ihr wirklich einen Manager-Spielstand haben wollt, ich bettel darum. Also ich möchte nur noch eure Bestätigung haben in Wirklichkeit. Weil, wenn es nach mir geht, würde ich jetzt schon sitzen und aufnehmen. Ich bin ganz ehrlich. Indonesien, auf welchem Server sind wir bitte? Welcher Server ist denn aktuell deutschsprachig? Wartet mal, ich bin gleich wieder bei euch. Okay, laut Liste dürfte Pavel relativ viel Deutsch sein. Das ist immer schwer herauszufinden. Das ist wirklich schwer. Kann auch sein, dass ich jetzt nicht auf einem deutschen Server bin.
Also es gibt ja keine rein deutschen Server oder deutschsprachige Server mehr oder gab es auch nie in der Hinsicht. Aber hier gibt es gut doppelt so viele deutsche Ligen wie sonst in den anderen Servern. Deswegen bin ich eben der Vermutung treu geworden, dass das hier vielleicht was werden könnte. Und deswegen möchte ich jetzt doch einen fairen suchen, aber es kommt einfach nichts. Ich bin gleich wieder da, wenn ich was finde. Wenn nicht, haben wir einfach einen Tag nochmal keine Mannschaft. YOLO Hipster Swag, probieren wir es mit Southampton. Ich habe jetzt 10 Minuten herumgesucht und bin eigentlich mit nichts zufrieden gewesen, bin ich ganz ehrlich. Also ich bin jetzt auch mit Southampton nicht komplett zufrieden. Es gab einfach in keiner Liga irgendwas, nicht mal in Algerien oder so. Ich habe echt viel durchschaut, aber egal, gut, jetzt wird der Part ein bisschen Überlänge haben. Aber das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. So, ich spiele mal hier. Wie viele Stimmen haben wir denn, die gut sind? Rodriguez ist jung und gut. Oh, Mané! Wir haben Mané! Och, nee! Da können wir nur noch gewinnen. So. Wir haben gewonnen. Wir können eigentlich aufhören. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ob ihr den Spieler kennt. Der ist jetzt nicht der bekannteste. Aber passt mal auf, wenn wir im Team haben. Alle Dragon Ball Fans, wir haben Shane Long im Team. Ich weiß, ein bisschen anders geschrieben, aber wie geil ist das? Wir haben Shane Long im Team. Stellt euch diese Doppelspitze vor, Mané und Shane Long. Shane Long, wisst ihr was? Ich bin normalerweise in OSM, ich nehme das Ganze immer sehr ernst. Aber ist Shane Long nicht der optimale Teamkapitän für so etwas? Ist er nicht perfekt? Ist er nicht unser Starspieler? Ich werde Pelé übrigens verkaufen. Wir werden sicher irgendwie was haben, der ähnlich gut sein wird und fertig. Scheiße. Wir haben zwei Sechser. Wir haben zwei gute Sechser. Nein, das ist nicht gut. Wir haben drei gute Sechser. Wir haben Ward Prowse auch noch. Nein, ich mag Schneiderlin extrem. Wanyama brauche ich eigentlich nicht, aber er ist 23, oh Gott. Was könnte ich machen, was könnte ich machen? Wir haben eh nicht viele gute Verteidiger. Eigentlich schon. Ach Gott. Ja, gut. Was mache ich jetzt? Wanyama verkaufen? Kann ich nicht machen. Ich kann nicht einfach von den drei Spielern den Konkurrenten geben. Gut, Tadic wird mal aufgestellt. Juricic kann ich trainieren. Davis kann ich nicht mehr trainieren. Schneiderlin. Wanyama. Ich brauche noch einen offensiven Mittelfeldspieler. Ich kann nicht so spielen zum Beispiel. Das bringt sich nichts. Ich meine, ich könnte. Wie ist denn das hier aufgebaut? Ach Gott, mache ich so ohne ZOM? Ich habe noch nie mit 4-4-2-A gespielt. Wäre mal was Neues. Ich will nicht nur mit einem Stürmer spielen, gerade weil wir Mané und Shen Long haben. Ansonsten mit einer Doppelspitze, wo ich mit 3-3-2-2. Da habe ich auch nur einen Sechser. Das ist. 3-5-2 könnte ich. Da bräuchte ich wieder drei. Ja gut, ich hätte dann Ward Prowse wieder, aber. Probieren wir einfach mal 4-4-2. Oh ja, probieren wir es mal. Ich hab's noch nie gespielt, also auch nicht privat. Ich habe das noch nicht ausprobiert gehabt. Schauen wir, ob es wird. So, Ward Prowse und Juricic. Ist mal was Neues. Ich spiele mal nicht nur dieselbe alte Taktik. Gut, wir haben Forster. Wir haben einen halbwegs guten Ersatztorhüter. Das passt im Prinzip. Gut, mir gefällt die Abwehr trotzdem nicht. Ich bin ganz ehrlich. So kann es nicht gehen. Das sage ich mal gleich. Wir brauchen unbedingt einen Verteidiger. So viel ist fix.
Also ist das eine Fellfax, aber wenn das Fax ist, dann ist das Fax. Ich meine, gut, wir haben eh noch klein, aber ansonsten haben wir nicht viele in der Abwehrposition. Gut. Ich verdrödel heute richtig viel Zeit. Aber wirklich, wenn ihr FIFA Manager Let's Play wollt, ich erwähne es nochmal schnell, weil es mir wirklich gut gefallen würde, dann sagt mir Bescheid, sagt es mir Bescheid. So, spiele ich über Passspiele oder bleibe ich über die Flügel? Das ist jetzt die Frage der Fragen. Ich glaube, das werde ich mir die nächsten Spiele nochmal überlegen müssen. Passspiel wäre natürlich über die interessant. Wir haben nicht so gute Flügelspieler, dass das eigentlich viel klappen könnte. Distanzschüsse wäre auch interessant. Nee, ich probiere mal Passspiel. Ich probiere jetzt in dem Freundschaftsspiel sehen wir eh, wie wir spielen. Ich werde auch morgen noch mal ein Freundschaftsspiel machen. Ich weiß nicht genau, was sinnvoller ist, Flügel oder Passspiel, weil beides würde eigentlich gehen. Flügelspiel wäre auch nicht so verkehrt. Wir bräuchten noch einen Flügelspieler. So, Mannschaftskapitän. Entweder Davies oder Shane, nehmen wir Davies. Elfmeter macht vorerst mal Shane Long. Ich hoffe, dass Shane Long wirklich so geil ist und wirklich trifft. Das wäre so schön, wenn der Torschützenkönig wäre. Wie schön wäre das, wenn Shane Long Torschützenkönig wäre? Wie schön wäre das? Das wäre ziemlich schön. Muss man ja mal so sagen. Ja. So, ich weiß nicht, wo ich gerade war, aber ich muss Gas geben. Ich muss in 2 Minuten rausgehen. Ich werde abgeholt und so, ganz schnell ins Training. Ich weiß, wie schon gesagt, FIFA Manager reinschreiben. So, mein Name wird. Hoppala, ich hab gerülpst. Wollte ich nicht. Und ich muss noch unbedingt schnell Spieler auf den Markt setzen und dann schnell das Freundschaftsspiel machen. Elia, hau ich mal auf jeden Fall weg. Braucht ja kein Mensch den Spieler! So. Pelé haben wir gesagt, hauen wir weg. Dich hauen wir weg. Wen kriege ich noch? Halbwegs Kohle. Ich brauche unbedingt einen Verteidiger. Ganz schnell noch auf dem Transfermarkt, dass es für 6 Millionen schon ein Verteidigertalent gäbe. Oder ein Mittelfeldtalent oder irgendein Talent. So, Verteidiger. Nichts. Johnson wäre aber trotzdem interessant. Selbst wenn ich damit einen Konkurrenten unterstützen würde. Wäre auch okay. Würde ich auch nehmen. Powell würde ich auch noch nehmen. Aber der verlangt zu viel. Der ist sicher nur 4 oder 3 wert. Der. So, mit dem Angriff. Da gibt es nichts. Gut, ich sehe das Auto schon kommen. Fuck, das Freundschaftsspiel. Komm schon, komm schon. Lass mich mein Freundschaftsspiel machen. Lass es mich machen. 10, 9, 8, 7, 6. Komm schon, ich will doch nur wissen, ob die Taktik passt. Ach Gott. Dieser Stress plötzlich. Ich habe noch nicht meinen Pulli an. Dieser Stress frisst mich auf. Ja, 3-0. Snederlin, sehr schön. Davis Schönlung hat getroffen. Gut, Freunde, bis zum nächsten Mal. Tschüss.